Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video bei Siebener Ink. Mein Name ist Tom und heute möchten wir über diese Ink Trays sprechen. Ich habe mir die geholt bei Murostar auf dem Shop und wollte die einfach mal testen für euch, schauen, wie ich das Ganze hier finde, wie das vom Aufbau her ist, wie es funktioniert und so weiter und so fort. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal kurz erklären. Was haben wir hier? Wir haben einfach so ein Plastik umgepresste Ummantelung, wo man diverse Farbkappengrößen mit drauf hat, wo man seine Nadeln reinlegen kann. Man hat zusätzlich noch die Möglichkeit, auch hier Wasser mit reinzumachen, dann kann man die Nadeln reinigen. Hier haben wir nochmal einen extra großen Tipp. Entweder macht man hier Farbe rein oder man kann hier auch Wasser reinmachen, je nachdem, wie man möchte. Diese zwei Teile hier unten, die großen, benutze ich zum Beispiel für Wasser zum Nadel ausspülen. Und ja, ansonsten haben wir jetzt hier 6 kleine Farbkappen und 6 große Farbkappen. Vom Prinzip, von der Idee, finde ich es wirklich super. Ja, wir haben hier eine Box, das sind 50 Stück drinnen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her muss ich gerade mal schauen, was haben wir hier. 10,50 Euro kostet da diese Packung mit 50 Stück. Und ja, also die Idee dahinter finde ich sehr, sehr gut. Was mich jetzt allerdings gestört hat, und das ist jetzt natürlich nur meine persönliche Meinung, ist der Aufbau von den Farbkappen. Wir haben jetzt hier 6 Stück und hier 6 kleine, 6 mittlere, also groß würde ich sie jetzt nicht bezeichnen, aber ungefähr 6 mittlere, was werden das sein? 13 mm schätze ich jetzt mal. Ja, also ich benutze normalerweise mit 15 mm Farbkappen und ich habe immer 5 Stück. Das bedeutet, ich habe die 5 Stück in einer Reihe. Hier habe ich jetzt natürlich nicht die Möglichkeit, 5 Stück in einer Reihe zu machen. Hier müsste ich sie versetzt machen. Das heißt, ich habe beim Arbeiten einfach gemerkt, dass ich immer überlegen musste, wo jetzt gerade welcher Farbtopf ist, also wie viel Farbe ich dort drin habe. Und das ist ein bisschen verwirrend. Wenn ich das Ganze nebeneinander habe, dann ist es für mich viel einfacher, weil ich immer vom dunkelsten Ton aus dann nach unten gehe. Hier in dem Fall kann ich jetzt vom dunkelsten Punkt hier anfangen, dann muss ich hier rüber gehen, hier, hier, hier. Und das ist beim Tätowieren, ich habe es gemerkt, das ist einfach ein bisschen verwirrend. Dann diese Box hier oben, wo man seine Nadeln reinlegen kann, finde ich super. Das ist auf jeden Fall gar keine Frage. Nur, wenn ich sie jetzt normal hier reinlege, dann kommen sie nicht unten ans Wasser. Also das heißt, ich müsste sie immer so reinlegen, damit sie dann im Wasser liegen, dass sie sich die Farbe, die Pigmente wieder rauslösen. Hätte man auch ein bisschen vom Winkel her schräger machen können, dass sie gleich direkt im Wasser liegen und man sie nicht extra nochmal so umlegen, reinlegen muss. Aber gut, ich denke, das ist vom Aufbau wahrscheinlich eher so gewollt, dass man sagt, hey, wenn ich sie nicht im Wasser liegen habe, dann kann ich sie hier ganz normal reinstecken. Und wenn ich sie im Wasser haben möchte, dann tue ich sie einfach ein Stück weiter vor, dass sie dann ins Wasser rein neigen. Ja, ich weiß nicht, was soll ich dazu sagen. Ich glaube, für einen Farbtätowierer würde das jetzt hier ausscheiden, weil es vermutlich in manchen Bereichen zu wenig Farbkappen wären. Ich würde es vom Aufbau her auch ein bisschen anders machen. Ansonsten, die Idee dahinter ist sehr, sehr gut. Wenn es jemand, weiß ich nicht, mit 6 Farbmischungen arbeitet und sich da von Anfang an dran gewöhnen kann, dass er diese Reihenfolge so beherzigt, dann denke ich, ist das wahrscheinlich einfach nur so eine Angewöhnung. Weil wenn ich mir von Anfang an das so angewöhne, dass ich hier schwarz, hier halb und so weiter habe, dann werde ich das auch relativ schnell drin haben. Für mich ist es jetzt am Anfang natürlich nur eine Umstellung gewesen, weil ich so normalerweise nicht arbeite, sondern lieber in der Reihe. Deswegen fällt es bei mir leider, leider raus. Ich hätte es sehr, sehr gerne behalten, weil ich die, wie gesagt, als Idee sehr, sehr gut finde. Und wenn du es einfach mal ausprobieren möchtest, dann kannst du das gerne machen. Finden tust du das Ganze direkt bei Murostar auf der Seite. Und wenn du noch nicht bei Murostar bestellt hast und jetzt deine erste Bestellung mal machen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, nochmal 10% Rabatt zu bekommen. Dazu gibst du einfach am Ende den Code 7er Ink ein und dann sicherst du dir bei deiner ersten Bestellung 10% Rabatt. Murostar hat natürlich noch jede Menge andere Produkte. Schau gerne mal drauf. Ich würde mich freuen, wenn du was Passendes findest. In diesem Sinne hoffe ich, du hast von mir wieder einen nützlichen Tipp bekommen, eine Vorstellung von einem neuen Produkt. Wenn du selber irgendetwas mal getestet haben möchtest oder sich irgendetwas mir anschaue und ausprobiere, dann schreib es gerne in die Kommentare rein. Wir werden versuchen,
dann nochmal eine Sammelbestellung zu machen und dann die einzelnen Produkte für euch nach und nach vorzustellen, die ihr euch wünscht. Das können wir soweit mit allen Produkten machen, außer jetzt mit den Maschinen. Maschinen ist immer so ein eigenes Thema. Deswegen, also Maschinen braucht ihr nicht reinschreiben, da werden wir nach wie vor euch immer die neuesten Modelle vorstellen von Mast. Ja, mit den anderen größeren Herstellern haben wir da soweit nichts zu tun und wäre auch zu kostenintensiv, diese Maschinen zum einmaligen Testen immer geschenkt zu bekommen, weil man kann sie danach halt auch nicht mehr als Neuprodukt verkaufen. Deswegen lasst bitte die Maschinen raus, aber ansonsten, wenn ihr irgendwelche Produkte sehen möchtet und ich sie für euch testen darf, dann schreibt das gerne in die Kommentare rein und dann bestellen wir das und testen es für euch aus. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Video. Ciao!